Saphir Frov Tuvim heißt dieser traumhafte 6-jährige Windfarbwallach und er ist ein Verkaufsset von The Horse Seller. Und ich kann euch gleich sagen, das Video wird diesem Pferd nicht gerecht. Wir sind hierher gefahren und haben ihn uns angeschaut und seine Trainerin ist keine geringere als Mette Manseth, eine der besten Reiterinnen, die es auf Island gibt. Und ich war natürlich super beeindruckt und bin dieses Pferd, was sie nun trainiert hat, super vorsichtig geritten. Und der ist richtig, richtig toll und läuft hier tatsächlich irgendwie auf halbe Kraft. So, das nur vorneweg. Ein mega schöner Fünfgang-Wallach mit ganz viel natürlichem Tölt, gutem, sicherem Trab, einer schönen Galoppade und schnellem Rennpass, wobei der nur ab und zu mal, so seine Trainerin, mal angetestet wurde. Und da ist genug Pass da. Das ist noch nicht trainiert, aber er ist ja auch erst 6 Jahre alt. Und dann ist der brav, 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 brav. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Und das liegt natürlich auch daran, weil er von Thuva gezüchtet ist, also einer ganz alten, wahnsinnig guten Zucht, die extrem gute Pferde hervorgebracht haben. Und wenn Pferde gut gezüchtet sind, dann sind sie einfach charakterlich auch mega in Ordnung. Und dieses Pferd ist ein Traum. So ein Schatz. Und dann ist er richtig gut geritten. Also der kann alle Seitengänge, der kann die ersten versammelnden Lektionen. Der ist im Tölt noch in freier Form gearbeitet. Das hatte sie mir auch vorher gesagt. Deswegen habe ich ihn auch eher so locker geritten. Im Trab und im Schritt geht er schon richtig schön durchs Genick. Und ist also für die dressurmäßige Arbeit auch ganz wunderbar geeignet. Und natürlich kann man ihn richtig, richtig toll ausreiten. Wenn wir mit der Halle fertig sind, gehen wir natürlich mit ihm raus. Und das macht er ganz toll. Der ist super unerschrocken. Den schockt einfach gar nichts. Deswegen hier auch ganz klar verdient das The Horse Seller Safe Siegel. Der Saphir bewegt sich im höheren Preissegment. Er ist ein ganz, ganz tolles Ausnahmepferd, weil er einfach die Schönheit, diese mega Hammerfarbe, Dunkelwindfarben mit Stern, verbindet mit sehr, sehr hoher Rittigkeit, super Ausbildung und diesem unfassbar angenehmen Gemüt. Also es ist so, oh, ist so lieb, so ein Schatz. Und es hat so Spaß gemacht. Ich hatte absolut Herzchen in den Augen. Ich musste den haben. Und ja, dann habe ich ihn gekauft, weil ich den einfach richtig, richtig toll finde. Und ich glaube, dass er einen Reiter, eine Reiterin oder eine ganze Familie ganz wahnsinnig glücklich machen kann. Denn dieses Pferd, mit dem kann Papa zur Kneipe reiten, die Mama Kurse besuchen, auch wenn sie ängstlich und vorsichtig ist. Und das Kind kann mit diesem Pferd in den Sport gehen. Auf jeden Fall ein mega tolles Pferd. Für alle, ob du Anfänger bist, ungeübter Reiter, weiter fortgeschritten, ob du mehr machen möchtest, ob du Turnier gehen möchtest oder nur ins Gelände gehen. Saphir erfüllt hier einfach alle Wünsche inklusive Therapie. Der könnte auch super gut in die Therapie gehen. Also, doch, jetzt habe ich auch genug geschwärmt, ein Mega-Pferd. Und wenn er euch genauso gut gefällt wie mir und euch auch Herzchen in die Augen zaubert, dann meldet euch. Die Daten dazu habe ich am Ende des Videos im Foto einmal drin und natürlich bei YouTube in der Beschreibung. Sonst schaut ihr auch gerne bei www.thehorseseller.com. Auch hier wird er nochmal dann auftauchen, relativ zeitnah, auf unserer Homepage www.thehorseseller.com. Und dort könnt ihr dann auch nochmal genau alles sehen, auch Preisrange und so weiter. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch ganz viel Freude mit dem Saphir Frov Tuvim, ein besonderer Name für ein besonderes Pferd. Und wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da und einen netten Kommentar. Wir freuen uns immer, mit euch zu kommunizieren. Und wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, dann tut es gerne. Drückt die Glocke weg, damit ihr immer informiert seid, wenn ich ein neues Video poste. Und ich bin ja aktuell auf Island. Es kommen noch einige Videos. Es sind ja schon viele online, aber es kommen noch einige Videos. Also bleibt gespannt. Und folgt meinem Kanal. Und vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und jetzt gibt es noch ein kleines bisschen Saphir.